Dies ist die Geschichte eines Mannes, der 4 Menschen getötet haben soll. Eines Mannes, der den Großteil seines Lebens hinter Gittern verbringt, den die DDR zum Tode verurteilt und die wiedervereinigte Bundesrepublik freilässt. Wir dürfen seinen Namen nicht nennen und sein Gesicht nicht zeigen. Seine Geschichte aber dürfen wir erzählen. Sie beginnt Ende 1972 in der DDR, in einer Haftanstalt in Magdeburg. Seit einem halben Jahr sitzt er hier ein. Nennen wir ihn Jürgen S. Er hat seinen Stiefvater im Zorn mit dem Messer attackiert. Jetzt feiert die DDR ihren 23. Geburtstag und erlässt eine Amnestie. So kommt Jürgen S. unerwartet frei. Er ist 19 Jahre alt. Er wird eine Arbeit finden und eine Wohnung. Und seine Freundin wartet schon auf ihn. Er hat eine Chance und wird sie vertun. Magdeburg, 3 Monate später. Hier hat Jürgen S. den Neuanfang gewagt. Die Stadt an der Elbe gilt als sozialistische Metropole. Der Schwermaschinenbau Ernst Thälmann liefert seine Kräne und Hafenanlagen in alle Welt. Eine Stadt der Industriearbeiter. Es ist der 24. Februar 1973, ein Sonnabend. In einer Erdgeschosswohnung am Südring trifft sich Familie Hoffmann mit Freunden zum Frühschoppen. Wir haben uns, sagen wir, circa 9:30 Uhr ungefähr alle getroffen, in der Wohnung von meinen Eltern. So, Kasten Bier gehabt und dann ging das los mit dem Skatspiel. Ein paar Bier hatten wir auch getrunken gehabt. So, und dann sagte dann meine Mutter zu mir: Großer, geh mal zum Boden und hol mal eine Wanne runter. Gegenüber dem Dachboden wohnen 2 junge Frauen. Eine davon war bis vor kurzem die Freundin von Jürgen S. Jetzt steht die Wohnungstür offen. Dieter Hoffmann ruft, keine Antwort. Erschrocken rennt er runter, Hilfe holen. Ich sage, ich komme mit hoch, da oben ist alles so rot, so wie Marmelade verschoben und so weiter, die ganzen Möbel und ja. Ja, wie hoch, er guckte durch, sagte, nee, sagte, Dieter, das ist keine Marmelade, das ist original Blut. Gemeinsam laufen beide zur nächsten Telefonzelle und verständigen die Volkspolizei. Mit Blaulicht fahren die Genossen der Mordkommission zum Südring und betreten die Wohnung der jungen Frauen. Es war schon kompliziert, erstmal weiterzugehen, da der Fußboden, aber auch Mobiliar, Wände, Türen sehr stark mit Blut verschmutzt waren. Ja, diese Fülle von Blut, was man berührte, war blutig. So ein Blutbad haben sie noch nie gesehen. Sie öffnen die nächste Tür. Im Wohnzimmer sah ich dann 2 weibliche Leichen. Die eine lag vor dem dem Ofen, die andere lag auf der Schlafcouch. In der Wohnung der beiden Frauen muss eine Feier stattgefunden haben, mit reichlich Alkohol. Ist die Stimmung gekippt? Hat der Täter mitgefeiert? Nach diesem Überblick fanden wir dann in einem Sessel Bekleidungsstücke eines Mannes und einen Personalausweis.
Wir waren der Meinung, der Täter war so freundlich und hat seinen Ausweis hinterlassen. Ernst Schmidt fährt in die Dienststelle, um die Fahndung nach dem Ausweisinhaber auszulösen. Sigmar Ludwitschak tastet sich inzwischen weiter durch die Wohnung. Er entdeckt eine Kammer. Zwischen dem Kleiderschrank und der Wand war ein großer, Haufen an Decken, Bekleidungsgegenstände, also die verschiedensten Sachen. Unter dem Kleiderhaufen findet er eine weitere Leiche, unbekleidet. Als ich zurückkam, sagte dann Herr Ludwitschak, wir brauchen keine Fahndung mehr. Der Inhaber dieses Ausweises liegt hier unter diesen Bettdecken, Federbetten und so weiter. Und so, dass wir dann mit drei Leichen zu tun hatten. Es sind Frank Liebrecht, 21 Jahre alt, Kraftfahrer bei der Post. Die 17-jährige beschäftigungslose Ilona Jahn, von der es kein Foto gibt. Und die 23 Jahre alte Ingrid Riske, Briefträgerin und ledige Mutter eines einjährigen Kindes. Hier wurde der Hals durchtrennt, also die Kehle. Und das muss auch mit einer sehr massiven und heftigen Wucht ausgeführt worden sein. Und wie sich später noch herausstellte bei der Obduktion, hatte sie auch einen Schädelbruch, in dem der Täter vermutlich mit dem Messer oder dem Messerknauf ihr die Schläfe eingeschlagen. Die Kripo ermittelt in ganz Magdeburg. Sie findet den Stiefvater der getöteten Ingrid Riske, der auch auf der Feier war. Er sagt aus, der Ex-Freund von Ilona Jahn sei ebenfalls da gewesen, Jürgen S., der erst 3 Monate zuvor aus der Haft entlassen worden war. Und als Frank Liebrecht hinzukam, sei Jürgen eifersüchtig geworden. Ja, war ganz wirklich der Abend. Ja, bis denn, also war ich nach 10 oder 11 Uhr, und da kam dann der Frank an. Ja, naja, und da war die Stimmung dann, also bei mir nicht so, wir sehen das nicht an, aber bei ihm war die Stimmung eben weg. Ja, da habe ich eben gemerkt, dass er, ja, ich habe ja gewusst, dass vorher seine Freundin war und dass sie sich den in der Zeit, wo der Knast war, den anderen angelacht hatte. Ja, und das ist klar, und da habe ich ja so viel Drink gehabt, dass wir abbauen. Ja, und also eine Woche nachher, naja, gut, ich komm mit. Jetzt hat die Volkspolizei ein Tatmotiv und bittet um Hilfe. Gesucht wird Jürgen S., 20 Jahre alt und mit auffallend unruhigen Augen. Die Genossen der Mordkommission fahren zu seiner Wohnung in Magdeburg-Buckau. Nachdem bekannt war, dass er im dringenden Tatverdacht steht, wurde die Wohnung besetzt durch 2 Kriminalisten, die dort auf ihn gewartet haben. Und als er kam, wie man heute so schön sagt, klickten Handschellen und er wurde der Dienststelle zugeführt. 3 Monate nur war Jürgen S. in Freiheit. Beschuldigt des dreifachen Mordes kehrt er zurück. Jetzt ist er der Ripper von Magdeburg. Dabei war es anfangs doch gar nicht schlecht gelaufen. Als Haftentlassenem wurde ihm sofort eine Wohnung zugewiesen, auf die andere DDR-Bürger warten müssen. Er zog mit Ilona zusammen, seiner Freundin, die auf ihn gewartet hatte. Er bekam auch sofort eine Arbeitsstelle. Als Elektroschweißer im Armaturenwerk Karl Marx. Das Kollektiv sollte auf ihn aufpassen, damit er nicht noch einmal aus dem Ruder läuft. Er fand Kumpels, mit denen er nach Feierabend um die Häuser zog. Sie akzeptierten, dass er nichts von sich erzählte. Er selber hat bloß mal, ich sag mal, angeschwipst, erzählt, dass er vorher mal Differenzen mit seinem Stiefvater hatte. Aber nicht inwieweit, also nicht irgendwo das ausgebreitet, sag ich mal so. Also bloß mal ganz kurz, und dass er davor mal so ein kleines Studium gemacht hat, sprich Knastologie. Was ihn quälte, behielt er für sich.
dass er ein ungeliebtes Kind war, rumgeschubst, von der Mutter schon als Säugling abgeschoben, in Heime, zur Oma, die sich totstellte, um ihm Angst zu machen. Mit 6 Jahren bekam er eine Akte, weil er klaute, aggressiv war, keiner mit ihm zurechtkam. Dass er schon als 2-Jähriger Jähzornanfälle hatte, wurde da notiert, dass er tobte, um seinen Willen durchzusetzen. Verzweiflung und Einsamkeit notierte niemand. Mit 14 landete er im Jugendwerkhof, wo die hoffnungslosen Fälle zurechtgeschliffen wurden, wo er lernte, dass man fertig gemacht wird, wenn man Schwäche zeigt. Seinen Kumpels erzählte er nichts davon. Ilona aber vertraute er. Seine erste Liebe und die einzige, die zu ihm hielt. Dass sie einen anderen hatte, als er im Knast war, war vergessen. Doch dann ging alles schief. Er trank, machte Schulden, war an Einbrüchen beteiligt. Ilona wollte das nicht. Zog aus zu ihrer Freundin Ingrid in die kleine Dachwohnung am Südring. Da war er am 23. Februar zu Besuch, Freitagabend. Hatte den beiden Frauen beim Möbeltragen geholfen und dann hatten sie gefeiert. Er, Ilona, Ingrid und ihr Stiefvater. Er genoss den Abend mit Ilona. Bis Frank Liebrecht dazukam, mit dem sie was hatte, als er im Knast war. Ingrids Stiefvater drängte zum Aufbruch. Die drei gingen, Jürgen stieg in die Straßenbahn und sah, dass Frank wieder umkehrte zu Ilona. Verraten kam er sich vor. Zu Hause nahm er ein Messer und kehrte zurück in den Südring. Die Haustür war verschlossen. Er ging hinten herum. Getrieben von blindem Zorn rannte er die Treppen hinauf, schlug gegen die Tür, bis Frank öffnete. Nackt. Jetzt nennen sie ihn den Ripper. Ripper von Magdeburg. In seiner Zelle schreibt er an den Anwalt Dr. Günther Swarton. Bittet um Beistand. Der Anwalt besucht ihn. Ein eigenartiger Mensch irgendwie für mich. Er hatte so ein Zittern in den Augen, so ganz eigenartig, muss ich mal sagen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da jemand sitzt, wie ich sonst oft gewöhnt bin, wenn einer wirklich auch eine schwere Sache begangen hat, dass er dann meinetwegen sagt, ja, Herr Rechtsanwalt, mir tut ja alles so leid. Oder mal so einfach, nur mit einem Nebensatz, mal irgendwie so eine kleine Regung, nichts. Also bei dem Mörder nicht. Die DDR-Behörden bestimmen für ihn schließlich einen anderen Pflichtverteidiger. Einer der Schließer, Klaus, erzählt den Kumpels, dass der schweigsame Jürgen im Knast mit seinen Morden prahlt. Naja, alle 14 Tage, 3 Wochen, wenn er Zeit hatte, haben wir uns dann mal getroffen und haben auch zusammen Karten gespielt oder geknobelt oder auch bei dem Klaus zu Hause und so. Und da hat er dann irgendwann mal gesagt, so, der hat da noch große Fresse drin. Was habt denn ihr gemacht? Weißt du, hast bloß ein Fahrrad geklaut oder so? Na, ich habe wenigstens 3 umgebracht. Konnte ich auch überhaupt nicht verstehen. Gar nicht verstehen, weil das, weiß ich nicht, ging bei mir nicht drin. Das war ein ruhiger Vertreter und dann auf einmal große Fresse, also ging da irgendwo auch nicht drin. Die Kriminalpolizei versucht zweifelsfrei zu rekonstruieren, was in der Nacht am Magdeburger Südring geschehen ist. Jürgen S. wird vernommen. Mehrfach bestätigt er, er habe zuerst Frank Liebrecht erstochen, dann Ilona und Ingrid. Doch die Tatwaffe fehlt. Er habe, als er in der Mordnacht zurück nach Bukau lief, das Messer über die Friedhofsmauer geworfen, sagt er. Auf dem Friedhof setzten wir Metallsuchgeräte ein und haben fast den ganzen Tag den ganzen Friedhof abgesucht. Zumindest die Hälfte, die in Reichweite, Wurfreichweite war. Wir haben das Messer nicht gefunden. In einer Mülltonne im Magdeburger Stadtteil Bukau findet die Kripo schließlich Hose und Hemd von Jürgen S. voller Blutspuren. Der Fall scheint klar. 144 Stichwunden zählt die Gerichtsmedizin.
Die Schnitte an den Händen belegen, wie verzweifelt sich die drei Opfer gewehrt haben. Die Protokollantin Margret Ludwitschak ist erschüttert. Ich war ja seit 1965 schon bei der Morduntersuchungskommission als technische Kraft. Und so brutal, wie er vorgegangen ist, sowas war für mich auch das erste Mal. In den Vernehmungspausen versorgt Margret Ludwitschak ihn mit Kaffee. Er ist dankbar für die Zuwendung. Er fragte mich, ob ich Angst vor ihm hätte. Ich hatte aber keine Angst, denn er machte auf mich einen ganz, wie kann man das sagen, ganz normalen Eindruck. Ihr vertraut er sich an, erzählt von seiner Kindheit, von seiner Einsamkeit. Er hatte keine Mutter, zu der er Vertrauen haben konnte. Er hatte eine Mutter, aber die war nicht für ihn da. Hier erzählt er auch von der ersten Tat, dass er die Mutter besuchen wollte, als er raus war aus dem Jugendwerkhof. Doch sie kam nicht mal zur Tür, schickte den Stiefvater vor, der ihn abwies. Da ist er durchgedreht und hat zugestochen. Nur Ilona hielt damals zu ihm. Und die am Ende auch nicht mehr. Er erzählte mir auch, dass er Ilona geliebt hat. Dass es seine erste Freundin war, nachdem er aus dem Heim raus war. Und dass er auch Vertrauen zu ihr hatte. Und dann in jener Nacht traf er Frank nackt in Ilonas Wohnung. Er war eifersüchtig, weil er Ilona liebte und hat nun gedacht, sie ist fremdgegangen mit ihm. Drei junge Menschen hat seine Eifersucht das Leben gekostet. Jürgen S. wird in das Haftkrankenhaus Waldheim gebracht, zur psychiatrischen Begutachtung. Dann sind wir beide nach Waldheim gefahren, in das Haftkrankenhaus gegangen und haben uns den Täter vorführen lassen. Und daran erinnere ich mich noch ganz genau, das Erste, was er sagte: Ich freue mich ja so, dass Sie mich hier besuchen. Und dann wurden die Fragen gestellt zu seinen Aussagen. Er bestätigte alles, was er in den anderen Vernehmungen ausgesagt hat. Und damit war unsere Aufgabe erfüllt. Jürgen S. ist laut psychiatrischem Gutachten für die Tat voll verantwortlich. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft sich mit ihm beschäftigen. Die schlägt dem Genossen Generalstaatsanwalt in Berlin vor, die Todesstrafe zu beantragen. Am 5. Februar 1974 beginnt der Prozess. Im Gerichtssaal sitzen auch Kollegen der Mordopfer als gesellschaftliche Ankläger. Das ist ja das Strafgesetz der DDR gewesen. Und da gab es eben den gesellschaftlichen Ankläger. Und bei schwerwiegenden Fällen oder wie in dieser Art, da konnte man eben die Meinung der breiten Bevölkerung, sage ich mal, eben zum Ausdruck bringen. Ne? Und das war eben der gesellschaftliche Ankläger. Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, Jürgen S. habe vorsätzlich aus Eifersucht und mit großer Brutalität getötet. Der Angeklagte verfolgt die Verhandlung ohne sichtbare Regung. Wer Schwäche zeigt, wird fertig gemacht. Das hat er früh gelernt. Zu der Tat äußert er sich nicht mehr. Aber unabhängig davon habe ich dann nicht gesagt, ich will die Todesstrafe oder sowas, sondern als gesellschaftlicher Ankläger wurde man dann befragt nach seiner Meinung. Und ich habe dann die Meinung des Kollektivs zum Ausdruck gebracht, dass sich der Mann damit außerhalb der Gesellschaft gestellt hat. Und ich dem Gericht dann überlasse, welche Strafe das Gericht dann für angemessen das ansieht. Am 11. Februar 1974 verkündet das Gericht sein Urteil. Die Richterin kam rein, stehen alle auf, ist ja aus, ja. Und dann hat die Richterin im Namen des Volkes das Urteil verkündet, Todesstrafe. Daran erinnere ich mich noch.
Es ist der Tag vor seinem 21. Geburtstag. Er ist nicht laut geworden und ist auch nicht umgefallen plötzlich oder sowas, dass er nur einen Infarkt gekriegt hätte oder sowas, sondern er stand aufrechter, ich würde mal sagen, relativ teilnahmslos. Ne? Sicherlich hat er damit gerechnet. Noch am selben Tag wird Jürgen S. in das damalige DDR-Zuchthaus in Brandenburg an der Havel überführt. Günter Gebe ist für ihn auf diesem Transport verantwortlich. Der war also für sich normal, normaler Mensch. Also weder irgendwie aufsässig noch irgendwie fragen oder. Er war ganz ruhig und auch bis zur Tour, bis hin, ganz ruhig. Wurde dort im Ruhigen auch übergeben in Brandenburg, was ja auch eine Zeit in Anspruch nimmt, weil dann alles erst überprüft wird etc. Im Zuchthaus Brandenburg soll Jürgen S. die Zeit bis zu seiner Hinrichtung verbringen. Auch hier lässt er sich nichts anmerken, verhält sich unauffällig. Ein Schließer erinnert sich an den Todeskandidaten, will aber aus Angst nicht erkannt werden. Also das hat man den Menschen nicht angesehen. Wenn man das nicht gesagt gekriegt hätte, das ist der, dann hätte man das ihm nicht zugetraut, um mal sagen, in dem Sinne so. Das, wenn man den dann sieht, auch mal auf seine Älter sich und wie, und da merkt man dann eben, dass er dann so ein Typ ist, der sich gut reingepasst hat in dieser Situation und sich und auch genau wusste, wie er sich zu verhalten hat, um nicht irgendwo anzulegen oder irgendwo anzuecken mit irgendwelchen Bediensteten oder sowas. Der zum Tode Verurteilte legt Berufung ein beim obersten Gericht der DDR. Die Verhandlung findet im April 1974 statt. Sein Antrag wird zurückgewiesen. In einer Magdeburger Zeitung steht darüber eine Notiz. Der Ripper von Magdeburg ist für die Angehörigen der Opfer damit tot. Im Zuchthaus Brandenburg formuliert Jürgen S. eine letzte Bitte. Kurze Zeit später wird Margret Ludwitschak in die Polizeizentrale in Ost-Berlin bestellt. Und dort wurde mir auch gesagt, dass er den als Wunsch geäußert hat, mich noch mal zu sehen. Und ob ich bereit wäre, zu ihm zu gehen. Da habe ich ohne Bedenken ja gesagt. Dann wurde aber nach geraumer Zeit mir mitgeteilt, dass ich das nicht müsse, weil der Oberstaatsanwalt es abgelehnt hätte. Im Zuchthaus Brandenburg beginnt der 21-Jährige inzwischen den Kampf um sein Leben. Er widerruft sein Geständnis. Er schreibt an das oberste Gericht der DDR und behauptet, den wahren Verlauf des Geschehens in der Mordnacht bisher verschwiegen zu haben. Jürgen S. liefert eine neue Version. Er habe nur Frank L. getötet, weil der zuvor die beiden jungen Frauen ermordet habe. Zur selben Zeit erhält die Regierung der DDR eine Anfrage der UNO, die wissen will, wie hier mit Todesstrafe und Folter umgegangen wird. Etwas bisher Unvorstellbares geschieht. Das Politbüro unter Erich Honecker nimmt sich des Falles Jürgen S. an. Die Generalstaatsanwaltschaft wird angewiesen, alles noch einmal zu prüfen. Die gesicherten Spuren müssen erneut untersucht werden. Dabei tritt eine Beweislücke zutage. Es gibt ein Phänomen, was ich mir heute auch nicht erklären kann. An seinem Hemd wurden nur Blutspuren gesichert von Frank Liebrecht, aber nicht von Ilona Jahn. Da hätten welche eigentlich dran sein müssen. Es ist aber nichts gefunden worden. Der Biologe, ein sehr guter Mann, hat sich die größte Mühe gegeben und zur Rückversicherung ging das Hemd auch noch ans Kriminalistische Institut nach Berlin. Auch dort wurde nur die eine Blutgruppe festgestellt. Auch an den Schuhen finden sich nur Blutspuren des männlichen Opfers. Sollte die neue Version des Tathergangs der Wahrheit entsprechen?
Die Generalstaatsanwaltschaft muss einräumen, dass sich nachträglich nicht mehr exakt klären lasse, in welcher Reihenfolge die Opfer getötet wurden. Jürgen S. fordert ein neues Verfahren und reicht ein Gnadengesuch ein. Und wegen der Anfrage der UNO landet das bei SED-Chef Honecker. Am 24. September 1974 stimmt er einer Gnadenentscheidung des Staatsrates zu. Jürgen S. erfährt in seiner Zelle erst zwei Monate später davon. Sein Todesurteil wurde in lebenslänglich umgewandelt. Er hat Glück gehabt. Der bis dahin stille und unauffällige Häftling wird jetzt laut und aggressiv. Seine Akte notiert Undiszipliniertheit und Affektverhalten. Mindestens einmal im Jahr schreibt er an Staatschef Erich Honecker und fordert seine Freilassung. Im Mai 1989 wird dieses Gesuch zum letzten Mal abgelehnt. Dann rettet ihn die Wiedervereinigung. Der Einigungsvertrag stellt seine Morde unter bundesdeutsches Recht. Zur Tatzeit war er ein Heranwachsender. Und als solcher hätte er höchstens zu 10 Jahren verurteilt werden dürfen. 18 Jahre hat er im Zuchthaus Brandenburg gesessen. Im April 1991 ist Jürgen S. wieder ein freier Mann und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Die Welt, die er nun betritt, kennt er nicht. Er ist 42 Jahre alt und hat sein Leben in den Erziehungsheimen der DDR und hinter Gittern verbracht. Zu niemandem kann er gehen, Freunde hat er nicht. Er kennt nur die Kumpels aus dem Knast. Das Sozialamt vermittelt ihm in Brandenburg eine Wohnung. Ein Anfang. Von Magdeburg, dem Blutbad, dem Todesurteil erzählt er der neuen Nachbarin nichts. Heute hat sie Angst und will nicht erkannt werden. Ich kenne den Mann nur als netten Mann. Ich kenne ihn ja nicht anders. Also einen besseren Nachbar kann sich keiner wünschen. Jürgen S. sucht Kontakt. Ein einziges Mal in seinem Leben hatte er eine Freundin. Den Alkohol meidet er jetzt, trinkt immer nur Kaffee. Er fällt einem Gastwirt auf. Er hat ja immer so ein bisschen so den starren Blick gehabt, also so, ja, so diesen Ausziehblick, sag ich mal. Er hat nicht die Mädels nur angeguckt, sondern er hat sie schon inhaliert oder ausgezogen oder so, muss ich mal so sagen. So kam der Typ mir da so vor. Immer wieder besuchen ihn junge Mädchen, Schülerinnen. Die Nachbarin spricht ihn darauf an. Ich sage, was suchen bei Ihnen immer die jungen Mädchen, suchen sich eine reifere Frau, die sehen dann auch in der Schule. Auch die wollen bei mir nur Kaffee trinken und dann gehen sie wieder. Ja, also Besuch hat er viel gehabt. Ja. Jürgen S. versucht einen Neuanfang. Er hat Arbeit gefunden, als Hausmeister in einem Bordell. Auch dort sucht er nach dem, was ihm immer schon gefehlt hat, Zuneigung. Am 19. März 1995 lernt er die 16-jährige Melanie Jäckel kennen, in einer Kneipe. Das Mädchen erzählt von ihrem Freund. Der ist Soldat und bekommt keinen Ausgang. Bei den Eltern möchte sie an diesem Wochenende nicht sein. So sitzt sie allein in der Kneipe und vertraut sich Jürgen S. an. Schließlich fahren beide mit seinem Auto davon. Drei Tage später suchen die Mutter und Melanies Freund nach ihr, fragen überall und erhalten immer wieder dieselbe Antwort. Melanie sei zuletzt mit einem Mann namens Jürgen gesehen worden. Schließlich geht die Mutter zur Polizei. Die Beamten nehmen eine vorläufige Vermisstenanzeige auf. Jürgen S. ist ihnen unbekannt. Ein Computer, in dem sie nachsehen könnten, steht ihnen noch nicht zur Verfügung.
Die Vermisstenmeldung geht an alle Streifenwagen. Der verzweifelten Mutter reicht das nicht. Sie verabredet sich mit dem Gastwirt, in dessen Kneipe Jürgen S. öfter gesehen worden ist. Der Wirt arbeitet nebenbei als Privatdetektiv. Melanies Mutter erzählt ihm alles, auch dass sie bereits bei Jürgen S. war. Bevor sie bei mir war, war sie bei ihm und hat ihn angeguckt und hatte so, ich sag mal so, diesen Instinkt, dieses mütterliche Gefühl oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, dass sie ihm das zutraut, dass er ihrer Tochter was angetan hat. Er hat die Tür aufgemacht, ich hatte Melanies Freundin mit bei gehabt und wir konnten nicht sprechen, als wenn mir jemand den Hals zuschnürt. Und ich habe das gespürt, dass der mein Kind auch was angetan hat. Burkhard Stiebing war selbst einmal Polizist und observiert Jürgen S. jetzt rund um die Uhr. Schließlich besucht auch er ihn in dessen Wohnung. Jürgen S. öffnet bereitwillig, lässt den Gastwirt, den er aus der Kneipe kennt, herein. Die Wohnung macht einen merkwürdigen Eindruck. Das war alles so akkurat sauber, so akkurat aufgeräumt, blitzeblank. Also da war, die Betten waren okay, das war alles sauber, weiß, da hat nichts rumgestanden. Das war wie, als wenn jemand groß sauber gemacht hat, aufgeräumt hat und man konnte irgendwo rennen. Burkhard Stiebing entdeckt, dass über dem Sofa ein Stück Tapete fehlt. Wo ich dann so gefragt habe, was ist denn das? Und dann sagt er, ja, da habe ich ein bisschen was weggemacht. Oder er hätte da was verspritzt gehabt oder so. Aber bin ich näher darauf eingegangen. Wäre auch noch nicht damals auf die Idee gekommen, dass sich dort, was sich dann da abgespielt hat, dass das zu dem gehört. Es ist die Nacht zum 27. März 1995. Um 0.38 Uhr geht bei der Polizei ein anonymer Anruf ein. Ein Mann teilt mit: Das Mädchen, was hier in Brandenburg vermisst wird, ist tot. Es war Jürgen S. Nun fahndet die Polizei nach ihm, fährt zu seiner Wohnung. Nächsten Abend, das war den Sonnabends, da war mal Polizei da. Die haben die geklopft. Da war er auch nicht da. Schließlich findet ihn die Polizei und konfrontiert ihn mit der Frage, ob er Melanie getötet habe. Jürgen S. weist das als Humbug zurück. Die Polizei kann ihm nichts nachweisen und muss ihn laufen lassen. Am nächsten Morgen wird er auf dem Bahnhof in Brandenburg gesehen. Dass Burkhard Stiebing nach ihm sucht, hat sich herumgesprochen. Taxifahrer rufen ihn an. Da bin ich zum Bahnhof und haben dann angesprochen und gesagt, wo willst denn du hin? Nach Berlin. Mhm. Nach Berlin? Auto hast du nicht mehr verkaufen kannst. Was willst du denn verkaufen? Na, ich will mir die Stadt angucken. Ich sage, weißt du was, steig mal bei mir ins Auto. Sag ich, wir müssen noch mal reden miteinander. Er fährt mit ihm in seine Gastwirtschaft. Jürgen S. soll endlich sagen, was er weiß. Ich sage, die hat doch keiner verschluckt. Du kannst mir sagen, wo die ist, nur du wirst es sein. Und bin da richtig eindringlich auf ihm eingegangen. Wir haben bestimmt 3 Stunden sicher immer wieder Thema wiederholend, wo er dann dabei geblieben ist. Aber er wurde, ich sag mal, ja, immer nervöser irgendwo. Also ich hatte so das Gefühl, als wenn er gleich sagen würde, da ist sie oder da habe ich sie hingebracht oder wie auch immer. Jürgen S. weiß, dass der Detektiv nicht locker lassen wird. Er klingelt bei einem Anwalt. 2 Stunden später erscheinen sie zusammen bei der Polizei. Jetzt gesteht Jürgen S., Melanie getötet zu haben. Er habe in seiner Wohnung mit dem Mädchen schlafen wollen, aber sie habe ihn ausgelacht, ihn beleidigt, ihn zurückgewiesen. Das habe er nicht ertragen. Da habe er sie erst gewürgt und dann mit einer Whiskyflasche erschlagen. Die Leiche habe er im Kofferraum seines Autos zu einem verlassenen Gelände in Plaue gebracht und in einem Schuppen versteckt, verpackt in Müllsäcke. Die Beamten der Mordkommission fahren mit Jürgen S. dorthin. Für mich war das einer der hässlichsten Orte, die ich bisher gesehen habe. Es war in einem verlassenen ehemaligen Militärobjekt.
ein ehemaliger Kohlebunker. Und irgendwo zwischen Müll und Gerümpel hat er das Mädchen einfach abgelegt. Hier findet die Polizei das vermisste Mädchen. Also es war, ja, entsorgt wie Müll, könnte man sagen. Die Gerichtsmedizin stellt den Totenschein aus. Nicht natürlicher Tod durch Schädelbruch. Nachts um 12 kam dann der Chef von der Kripo und ein Pfarrer, glaube ich, und zu mir in der Gaststätte. Sie fragt, ob ich Frau Jäckel bin. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht wissen. Wenn etwas Schlechtes wird, ich möchte nicht wissen. Bei der Kripo wiederholt Jürgen S. sein Geständnis. Und was mich, ich kann das also sagen, geradezu erschauern ließ, waren seine Augen. Die waren total kalt. Also da kam keine Wärme, da kam kein Gefühl. Es war so, als würde er A, durch mich und B, durch den Raum so hindurchschauen. Also gefühlskalt, würde ich sagen. Am 5. Dezember 1995 beginnt der Prozess gegen Jürgen S. vor dem Landgericht Potsdam. Die Presse berichtet über den Mann, der ein Mädchen tötete, weil es ihn zurückwies. Wer ist Jürgen S.? Er ist ein Wiederholungstäter, recherchiert die Magdeburger Volksstimme. Er war der Ripper von Magdeburg. Ein Journalist besucht die Angehörigen der Mordopfer von 1973. Die sind aus allen Wolken gefallen. Die haben mir also auch bestätigt, dass das für sie völlig ja, nicht nachvollziehbar ist. Der ist doch tot, der ist doch hingerichtet worden. Das war so die Aussage von den Eltern. Und großes Entsetzen natürlich. Und dann gab es auch solche Aussagen, dass dort gesagt worden ist, naja, typisch, hätte man ihm damals den Kopf kürzer gemacht, dann wäre das jetzt in Brandenburg nicht passiert. Er fragt die Staatsanwaltschaft, ob die Freilassung von Jürgen S. nicht ein Justizskandal war. Eindeutig nein, lautet die Antwort. Nach bundesdeutschem Recht musste er damals entlassen werden. War es gerecht, ihn 1991 so ad hoc zu entlassen? Also die Frage wäre ja wohl eher, hätte das nicht verhindert werden können? Und wenn ja, warum ist es dann nicht geschehen? Es ist eine aufgeladene Atmosphäre, in der seine erneute Schuld geklärt werden muss. Wieder wird er psychiatrisch untersucht. Also er war damals sicherlich in einer affektiven Erregung, Beleidigung, ja, kannst nicht Versager und Ähnliches. Aber was eine große Rolle spielte, war auch die alkoholische Beeinflussung. Da wurde Sekt getrunken, dann wurde noch Whisky getrunken. Und er hat dann Symptome geschildert, die schon darauf schließen ließen, dass er erheblich alkoholisch beeinflusst war. Und das Ganze jetzt so mit einer affektiven Erregung zusammen und bei seiner Persönlichkeit, die dann eben bei Kränkung und bei Frustration immer mal wieder aggressiv entgleist. Das war eine Geschichte, die dann eben zu dieser Aggressionstat geführt hat. Abschließend heißt es in dem Gutachten, bei Jürgen S. ließ sich keine Persönlichkeitsgestörtheit diagnostizieren. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Totschlags an. Bei Melanie hat man Spermaspuren gefunden. Hat Jürgen S. sie vergewaltigt und anschließend erschlagen, um sie als Zeugin zu beseitigen? Dann wäre es Mord. Aber eine Vergewaltigung lässt sich nicht beweisen. Das Verfahren, von dem wir am Anfang davon ausgegangen sind, dass es ein Mordverfahren sein sollte, war Totschlag. Also den Mord haben wir in der Form, und ich sage das sehr bewusst, leider nicht zum Stehen bekommen. Die Eltern des Opfers verstehen das nicht. Ihre Tochter ist tot, erschlagen von einem Wiederholungstäter.
Für sie ist Jürgen S. ein eiskalter Mörder. Wir erwarten eben, dass er nicht auf Totschlag angeklagt wird, sondern auf Mord. Denn in meinen Augen war es Mord, nicht Mord. Meine Tochter hat ja keine Chance gehabt. Die Beweisaufnahme ist für die Mutter unerträglich. Wie kann einer, der ihrem Kind aus einer Laune heraus das Leben nahm, kein Mörder sein? Ich werde das nicht vergessen. Wie sie, die Mutter der Getöteten, in dem Gerichtssaal gesessen hat und auf die dort zur Vernehmung erscheinenden Polizeibeamten geschaut hat. Also dieser Blick, ich weiß nicht, getragen von Hoffnung, dass hier in diesem Verfahren Gerechtigkeit am Ende herauskommt. Doch der Angeklagte weiß, dass es auch diesmal keine Zeugen gibt. Wie damals in Magdeburg erfindet er eine neue Version des Tatgeschehens. Er sei betrunken gewesen und könne sich nicht mehr daran erinnern, wie er Melanie getötet habe. Und da sagt ihm das Gericht, nein, du wusstest durchgehend, was du getan hast. Auch in dem ganz kritischen Moment, um den es eigentlich geht, das Zuschlagen mit der Flasche. Das ist ja sozusagen der Brennpunkt des ganzen Verhaltens, nur wenige Sekunden, auf die es eigentlich ankommt. Und da sagt das Gericht eben auch das, diese Handlung hast du bewusst getan und nicht irgendwie in einem Affekt. Er hat das 16-jährige Mädchen im vollen Bewusstsein getötet und ist damit des Totschlags überführt. Für Mord hätte man ihn länger hinter Gitter schicken können, aber der ließ sich nicht beweisen. Wir hätten uns das anders gewünscht, aber wir sind nur die Kriminalbeamten. Wir sind nicht die Justiz. Das Urteil bleibt knapp unter der Höchststrafe. 13 Jahre Freiheitsentzug. Was er den Eltern genommen hat, kann kein Urteil wiedergutmachen. Im Zweifel für den Angeklagten. Eine anschließende Sicherungsverwahrung dürfen die Richter 1995 in den neuen Bundesländern noch nicht aussprechen. Theoretisch könnte Jürgen S. nach 8 Jahren vorzeitig die Entlassung beantragen. In den Gerichtsprotokollen steht kein Wort der Reue. Jürgen S. verbrachte seine Haft in verschiedenen Gefängnissen der Bundesrepublik. Er wurde mehrfach therapiert und absolvierte 2 Berufsausbildungen. Einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellte er nicht. Seine Strafe saß er bis auf den letzten Tag ab. Seit März 2008 ist Jürgen S. wieder ein freier Mann. Er lebt in Westdeutschland, hat eine Wohnung, eine Arbeit. 3 Chancen hat er vertan. Andere mussten